Boah, Jungs, das habe ich bis hierhin gehört. Alter Kravenzmann. Albert, ich hab nur gepuppt. Boah, ist menschlich, muss raus, ist Luft. Alter, du hast gerade einen so fahren lassen. Schon nicht. Ey. Der Busfahrer, der stinkt nicht. Ey. Der Busfahrer, der hat dir gefurzt. Aber was für eine Lautstärke, ey. Boah, ist das ekelhaft. Nur Pup. Alter. Dann mach ich mal die Dachluken für euch auf, ne? Boah. Ja, cool. Dachluken sind immer cool. Ey. Boah. So, Dachluken aufgemacht, damit wenigstens ein bisschen Frischluft jetzt hier reinkommt. Da wird ja, Entschuldigung, echt schlecht, aber ich muss auch mal Luft lassen. Ja, ist so. Boah, ey, Leute. Stopp. Furzen im Bus. Oh Gott, das ist, glaube ich, das Unangenehmste, was einem passieren kann. Also als Fahrer zum Beispiel auch. Oder, da erinnere ich mich an eine Story, die ich mal wirklich vor Jahren tatsächlich hatte. Ich hatte gedacht, ich wäre leer, ich musste so dringend pupen und ich pupe. Und hinter mir saß aber jemand und fing auf einmal an zu sagen, was raus muss, das muss raus. Und ich saß da und ich so knallroten Kopf gekriegt. Und das ist mir auch kein zweites Mal mehr passiert. Ja, das war sehr unangenehm. Aber ja, wenn ein Fahrgast pupt, ja, nicht schön. Vor allen Dingen bekanntlichermaßen ist es ja auch so, wenn die Püpse leise sind, wenn der Pups leise ist, dann stinkt der, glaube ich, stärker, als wie wenn man ihn laut rausknallert. Ja gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber so ist das. Was passiert, wenn Fahrgäste tatsächlich pupen? Ja, dann ist das jetzt so und es riecht dann unangenehm und man könnte sich als Fahrgast vielleicht wegsetzen, weil das bringt ja nichts, wenn man sich darüber jetzt mal aufregt. Ich meine, das ist ein geschlossener Raum in dem Sinne und der Geruch, der bleibt erstmal drin. Das ist einfach so. Dann kann man dem Fahrer vielleicht sagen, ja, kannst mal ganz kurz die Dachluken aufmachen oder hinten die Fenster kurz aufmachen. Also alles ist möglich. Es ist halt natürlich unangenehm, auch für den, der vielleicht gepuppt hat, weil er das nicht innehalten konnte, aber ja, mein Gott, ich meine, wir sind Menschen, wir pupen alle mal. Also Frauen, Kinder, Männer, alle pupen sie. Und das ist halt, ja, es ist halt normal, es passiert. Also es ist nicht schön, aber es passiert und da muss man durch, ganz einfach gesagt. Also, sollte euch dieses lustige Pups-Video auch gefallen haben, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Kommentiert mit mir, schreibt mir vielleicht, ob ihr sogar selbst schon mal einen richtig knattern lassen habt im Bus und wie da eure Erfahrungen sind. Ich bin echt auf eure Kommentare diesmal gespannt, wirklich. Ich bin wirklich echt gespannt auf eure Kommentare. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, wann ihr auch immer dieses Video gesehen habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Ciao. Sowas bringst meine du hier Güte. Im Bus, Alter? Ich bin kleinkariert, mein Freund. Ganz schön. Meine Güte, was ist mit dir los, Junge?